Onsen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18. Unser nächster Gegner ist SV Werder Bremen. Sie liegen aktuell auf dem 13. Platz, was nicht viel bedeutet. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal nicht mehr so viel nach vorne preschen, beziehungsweise nicht mehr so mit einer großen Klappe hier auftreten. Denn wie man sieht, wir haben den 25. bzw. den 26. Spieltag. Bayern hat ein Spiel mehr als wir, 3 Punkte hinter uns. Das heißt, wir werden uns indirekt oder direkt noch mit Bayern um die Tabellenführung prügeln, wenn alles so weitergeht. Aber jedes Spiel, was jetzt stattfindet, zählt für uns um die europäischen Plätze, um die ich oder beziehungsweise auf die ich schiele, mitzuspielen. Und um die wird es auch am Ende gehen. Champions League habe ich nicht so mehr die Ambition zu, also beziehungsweise was ist nicht mehr die Ambition zu, sie spielen für mich keine Rolle, um jetzt da hart drum rum zu kämpfen, weil wir haben einfach genug Punkte und werden auf jeden Fall in der Europa League dabei sein, egal wie. Aber die Saison als Meister abzuschließen, darauf lege ich jetzt den Fokus. Und das heißt, mit der bestmöglichen Mannschaft in jede Partie reingehen und alles geben und sich auf dem Platz zerreißen. Wie gesagt, egal welcher Gegner auf dem Platz steht, sei es der Tabellenletzte, sei es der Zweite, sei es der Dritte, ist es egal. Nur Punkte zählen am Ende. Und die werden wir versuchen mit rauszunehmen. Auswärtsspiel in Bremen. Mal gucken, von rechts nach links erstmal, die erste Hälfte. Córdoba natürlich weiterhin erstmal in der Startformation mit Embolo. Bei Embolo bin ich mir momentan nicht so sicher, er trifft momentan nicht mehr so, wie er es am Anfang getan hat, aber das ist ja klar, eine Saison ist halt lang. Und dementsprechend ist er auch mal nicht mehr so kaltschnäuzig, wie er am Anfang war, als er zu uns kam. Aber 21 Saisontore sind viel. Und Córdoba steht immerhin auf Platz 2 mit 14. Das bedeutet, diese beiden kämpfen noch intern um die Torschützenkrone. Und das bin ich mal gespannt. Weil am Ende der Saison werden wir uns aufgrund der Tabellenplatzierung um einiges verstärken müssen. Es kommen ja schon zwei neue Verteidiger und wir bestaunen das erste Tor. Marcel Risse, erstes Saisontor, hätte ich beinahe gesagt, erstes Tor in dieser Partie, 7. Spielminute. Ja, sage ich ja, Embolo nicht kaltschnäuzig genug, aber Risse ist da, wo er stehen muss. Ist schneller als der Verteidiger am Ball. Und nagel den ins Tor. 8. Saisontor. Also wie gesagt, wir haben ja schon zwei Verteidiger verpflichtet und ein Mittelfeldmann kommt am Anfang der neuen Saison. Wir haben im Winter auch noch einen weiteren Stürmer schon geholt, der schon im Verein ist, der jetzt unter Training steht. Und noch ein paar Einsätze bekommen wird, definitiv. Auch wenn es nicht über die volle Zeit sein wird, aber er wird seine Zeit bekommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie dann die nächste Saison aussieht, beziehungsweise dann wie viel Geld wir haben. Ich habe schon einen Ersatztorhüter, falls Horn gehen sollte, im Auge. Das war jetzt knapp. Ich habe eigentlich noch vor, mindestens einen weiteren ins Mittelfeld zu verpflichten und mindestens einen weiteren für den Angriff. Und von einem Angreifer werden wir uns wahrscheinlich nachher trennen müssen. Aber es wird sich alles dann entscheiden. Noch sind es ja 9 Spiele zu bestreiten. Kein Freistoß, okay. Embolo stark, aber kriegt den Ball nicht, okay. Ah, guck, das meinte ich. Wir führen 1:0 in Bremen. Und die Fans, die man hört, sind die Bremer Fans. Für die geht es ja immerhin um den Klassenerhalt am Ende.
Der 13. Platz ist nicht weit entfernt vom 16. Schön, Max. Bittencourt. Córdoba. Höger. Mbolo. Das Interessante ist, man merkt ja auch überhaupt nicht, dass Jonas Hector fehlt, weil Philipp Max ein unglaublich guter Spieler ist. Also das Geld, was wir da ausgegeben haben, lässt sich wirklich sehen. Sei es im Mittelfeld, sei es in der Linksverteidigerposition. Also echt, oh Gott, aber gut aufgepasst, aber leider nicht unter Kontrolle bringen können. Höger. Jetzt fehlt hier eigentlich Bittencourt, das heißt, wir müssen hier nochmal einmal umpassen. Schön, jetzt müsste ein Angreifer mal ins Zentrum gehen. Höger aus der Distanz. Schön. Interessantes Tor. Und jetzt hört man den Missmut. Wie gesagt, 2-0 steht's jetzt. Damit den Abstiegen immer näher. Keine Schadensfreude aufkommen lassen. Und weiterspielen. Und schön auf jeden Fall, was für die Tordifferenz tun, weil ich glaube, wir müssten noch einmal gegen Bayern ran. Córdoba auch nochmal aus der Distanz und 3-0. Das Debakel ist real. Aber wenn man auf unsere letzten Partien ja guckt, waren die ja auch nicht gerade von Glanz übersehend. Und da kommt mal ein, ich sag mal, in Anführungszeichen schwächerer Gegner echt gut. Vor allem bei solchen schicken Toren. Als wenn das gewollt war. 3-0 Risse, Höger, Córdoba. Und Córdoba passt wieder gut auf. Auf Embolo, kommt aber nicht ran. Ja, okay. Das wird Embolo bestimmt nicht schmecken, was Córdoba jetzt wieder getroffen hat. Und ich habe sogar leichte Panik, dass mir am Ende vorgeworfen wird, dass ich zum Beispiel den Kampf um die Torjägerkrone beeinflusse. Vor allem wegen den Einsätzen der anderen Stürmer. Ah, schönes Ding auf Córdoba. Córdoba 4-0. Oh jo, genau. Was war das? Schön vorgelegt von Embolo. Ich kann mich eigentlich nicht freuen. Also wenn es jetzt ein Top-Spiel gewesen wäre, würde ich mich um die Tore noch mehr freuen. Aber wie gesagt, ich bin gefühlskalt momentan. Ich will halt gewinnen. Dafür gehe ich jetzt aufs Blut. Und da ist es mir dann jetzt auch am Ende egal, wenn wir Bremen jetzt mit 10 Toren wegschießen und sie damit dann ins komplette Tal der Tränen ballern. Aber wir müssen auf uns gucken und jeden Gegner betrachten, als wenn es die Bayern wären. Auch wenn sie es nicht sind. Oh, schöne Flanke. Horn, na, ich weiß jetzt nicht, ob der Klatscher nach vorne nötig war. Und Bayer steht da hinten, lässt rein und schon haben sie den Anschlusstreffer. Das abhaken sollte man sie nicht. Eieieiei. Ah, die Fans sind halbwegs wieder da. Das Stadion kocht aber immer noch nicht vor Euphorie. Ja, ein dümmliches Grinsen hat er auf jeden Fall drauf. Freut sich ein bisschen zu viel. Kevin Volland, drei Tore hat er gerade mal. Von Leverkusen nach Bremen. Bin ich echt immer noch am Überlegen, ob Bremen wirklich hier investiert hat und Kevin Volland gekauft hat. Dann kannst du mir doch nicht sagen, dass Bremen oder dass Leverkusen den für unter 30 Millionen gehen ließ. Kannst du mir einfach nicht vorstellen. John Córdoba. Risse. Auf Embolo. Das war dumm. Ich hätte mal schießen sollen.
Auf jeden Fall, das Stadion ist jetzt wieder da. Das klingt jetzt nicht mehr wie so eine Trauergemeinschaft hier. Da, jetzt sind auch die Bremer Fans wieder da. Die Bremen-Rufe sind lauter als eben. Wenn wir jetzt aber ein Tor schießen sollten vor der Pause, ist hier gleich wieder Ende. Und die ersten Gewehre werden rausgeholt. Junuzovic, Bayer. Auf lang kommt nicht an. Und weg ist das Ding. Ja, und da haben wir die Stimmung. Naja, wir blicken auf enttäuschte Fans. Warum gucken unsere Leute denn so traurig? Wir spielen doch mit 4-1. Muss ich das jetzt verstehen? Muss ich das jetzt verstehen? Nee, eigentlich nicht, ne? Wechseln wir aus. Alleine, egal wen ich bringe, ich greife ein. Na egal. Wir wechseln erstmal nicht. Erstmal soll die Mannschaft es richten, die 4 Tore geschossen hat in einer Hälfte. Und dann mal gucken, wen uns die KI vorschlägt, wenn wir nehmen können. Ah, ich habe eigentlich versucht, jetzt den Ball in Richtung Cordoba zu kriegen. Da war aber nichts. Nee, Long auf Junuzovic. Boah, Lang. Den mache ich jetzt gleich lang hier. Schade. Das hätte ja klappen können, ne? Das wäre die Hüttengaudi hier. Schön. Embolo. Auf Bittencourt. Jetzt müsste eigentlich Embolo unten mal weiterlaufen. Er tut es aber wieder nur bedingt, ne? Dumm. Einfach dumm. Das wäre so schön gewesen, ne? Och. Dani Ceballos kommt für Bargfrede. Okay. Soll er mal machen, ne? Süde Makümen. Embolo. Aus der Distanz kommt aber nicht an. Busquets. Risse. Cordoba. Die Mitte wird nicht besetzt. Embolo. Mal gucken, ob er sich mal ein bisschen hier durchsetzen kann. Kann er gegen 3 Mann sogar. Alter Schwede. Na, komm aus dem Absatz da unten bitte, danke. Schipp ihn doch mal einer rein da. Das gibt's doch nicht. Der Bauer hier. Jack, gib den Ball wieder her. Ah, jetzt hat Bremen mal gerade ein bisschen Überfluss im Mittelfeld, wa? Dann wo willst du hinspielen? Mitte? Mitte was? Na, guck mal, da kommt Jack Bauer angerast. Aber den hat doch Horn. Ja, natürlich hat den der Horn. Jetzt wieder Risse. Risse. Marcel Risse. Es kommt keiner mit. Oben vielleicht mal Bittencourt. Hat sich aber lange bitten lassen. Dann geh mal weg. Nicht andippen da noch den Ball. Ricardo Pereira. Ist das der von Porto? Ich will echt sagen, dass sie den auch haben, aber nicht auf dem Platz stellen. Komm, Bremen, spielt eine scheiß Saison, dann kriege ich ihn günstig vielleicht. Das ist eigentlich ein. Oh! Volland! Knapp daneben ist auch vorbei. Bringen wir mal Jovic aufs Feld. Ist eine gute Idee. Bittencourt ist auch nicht so ganz drinne in dieser Runde gewesen. Und jetzt aber eben nicht abstoßen, ne? So ein Dreck. Bringen wir doch noch Amiri rein.
Wolkowski kommt rein für Lang. Amiri, Mbolo, nee, ist Cordoba. Naja. So, dann kriegt der kleine Horn auch noch seine Spielzeiten in dieser Partie. Dann haben wir zwei ins Mittelfeld gestellt und einen in die Verteidigung. Damit sind unsere Wechsel aufgebraucht. Wir führen ja immerhin mit drei Toren noch. Da brauchen wir nicht noch einen Angreifer tauschen oder müssen wir das offensive Mittelfeld verstärken. Wenn die Außen dann mal seine Pausen bekommt, ist das schon gut so. Embolo auf Cordoba. Et wie nicht sein, ne? Der Hattrick von Cordoba soll nicht sein. John Cordoba. Jetzt mal auf Mbolo, der aus dem. Jawohl! Der nimmt ihn gleich. Ohne noch zu, ihn zu kontrollieren. Mein Gott, was war das jetzt gerade für ein Sprachfehler? Aber auch schön, erkämpft von Amiri. Schön gesehen die Lücke und dann gleich reingehämmert. 22 Saisontore, Brel Embolo. Der Machtkampf geht hier also auf jeden Fall weit her. Bin mal gespannt, was ab der nächsten Saison für Angebote kommen für Embolo. Ich wäre dumm, wenn ich sie annehmen würde. Oh. Nusovic auf Vorland. Kommt nichts zu an, war Klünter da schön überlegt jetzt und wieder durch die Mitte. Das war dumm wieder mal. Wieder mal unüberlegt. Aber naja. Da machst du nichts gegen, ne? Geballos. Verliert den Ball. Schnell das Ding mal auf Embolo schicken. Der hat den Sprint, der hat die Schusstechnik, macht ihn aber nicht. Er hat sechsmal geschossen und einen Treffer. Cordoba wird auf Reise geschickt. Cordoba, Cordo. Ach Mann, ich wollte Cordoba den Hattrick geben. Ich wollte ihm den Hattrick geben. Bin mal gespannt, wer unser nächster Gegner ist. Amiri, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie noch mal ein bisschen drauf drücken. Immerhin die 87. Spielminute. In 3 Minuten werden sie keine 4 Tore schießen. Der Drops ist gelutscht. Auch Olkowski, den wir verkauft hatten an die Bremer, kann das nicht mehr verhindern, wie das jetzt hier gleich ausgehen wird. Oh, schön. Na, nee, nur die Spirale geht nicht weiter, okay. Warum auch? Jetzt komm, pfeif doch ab. Olkowski, nochmal eine Reingabe. Ne, verliert gegen Jovic, holt ihn sich aber wieder. Reingabe kommt, kommt nicht an. Dürfen wir noch kontern? Ah, wir dürfen noch kontern, aber. Oh doch, das könnte was werden. Amiri, Amir. Oh Gott. Oh Gott, das darfst du doch keinem zeigen, ey. Alter, das hätte noch ein Tor geben können, ey. Faire Partie. 5-1 gewonnen in Bremen. Und Freunde, damit verabschiede ich mich schon wieder von euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Partie wieder. Macht's gut, ciao.